Meine Damen und Herren, ich bin zurück. Das letzte Replay für heute. Es ist Replay Wednesday und ich sehe auf der Minimap ganz viel Zerg. Es ist MGS Init oder MG Sinit Zero oder wie auch immer. G und mit MGS Gnoffi. Ach, MGS ist scheinbar das Team. Gegen Barcode und Total Inferno. MGS, das sagt mir noch damals aus meiner Bundeswehrzeit. MG Schießübungen, MG, was weiß ich, hier S1, 2, 3, hier, bumm, kein Problem. I go 10, try to stall them, ja, hier 10 Pool, Radau, kein Problem. Doppelzerg. Ist immer scheiße im 2v2, aber für Zerg selbst, wenn die ein bisschen Makro wollen, auch scheiße, wenn die eine Rampe haben, die ist natürlich, die können keine Bunker bauen. Die können keine Kanonen bauen, aber sie können Spinecrawler bauen. Das ist natürlich ebenfalls. Ich bedanke mich schon mal für alle, die heute hier am Stream dabei waren. Vielen Dank auch an den Herrn Fotzneini für seine Donation. 5 Ocken. Wenn ihr noch Replays habt für nächste Woche, dann schickt mir bitte wieder eure Replays an kontakt@mrpink.tv.com. Egal, Legacy, Hots, Wings of Liberty, alles könnt ihr mir schicken. Egal, nicht, ob Silber, Gold, Platin, alles. Platin, Diamond Master, Grandmaster, was ihr mir schicken wollt, könnt ihr mir schicken. Double Edge First. Also von jedem quasi. Ja, Fotzneini zeigt es auch nochmal im Chat. Ja, ihr könnt auch im Chat, wenn ihr über Twitch gerade zuschaut, live on Stream, nicht im YouTube, wie viele andere. Ja. E-Mail hinschreiben, dann kriegt ihr das auch nochmal angezeigt. Oder hier FB. Was ist jetzt schon wieder los? Ausrufezeichen FB für Facebook oder Ausrufezeichen hier Twitter für Twitter oder Ausrufezeichen. JT für YouTube, die ganzen Befehle im Chat funktionieren wunderbar. Morgen 19 Uhr, also morgen am Donnerstag wieder GoForSD 2. Das kann ich euch auch noch verklickern. Total Inferno geht scouten, sieht, dass bei beiden Hedge First ist. D-Pain sagt auch, er haut jetzt ab, er guckt sich das letzte Spiel gar nicht mehr ein. Ja, Fischerlein, ja, wir müssen nochmal ein Fischerlein-Kommando machen für den Bot im Chat. Das habe ich aber heute ganz gut angetrunken. Hier, guck mal hier. Die Buddel war vorhin noch voll. Und während ich vorhin gekocht habe, habe ich aus der alten Flasche auch nochmal 2 Mischen gemacht. Also das ist jetzt, glaube ich, jetzt schon meine 5. Aber über den ganzen Tag verteilt. Also das ist ja, das zählt ja nicht. Nee, aber ich packe die Buddel jetzt weg. Die Cola ist eh alle. Und reicht für heute. So, Tenpool von Sinit Zero, der hat hier den Pool abreißen können. Oh, Entschuldigung. Da muss jetzt aber abhauen, die Verteidigungslinge sind da und auch der Verteidigungsspeinkorn, aber er muss den Pool neu bauen hier. The Pool outside. So, Speed-Upgrade ist auch fertig, aber beide haben ihre Hedgen behalten und er hat selber keine. Und der hier oben hat auch keine, der Total Inferno. Der baut wieder... Ach, was ist das denn? Double Factory, Tech Lab und noch nicht mal ein Orbital? Willst du mich verarschen? Also, go, go. Ja, ich habe schon 2 Hellions gebaut. Hellion Zergling natürlich super stark. Haben wir früher gesehen, wie hießen die beiden nochmal von Empire, die richtig geil abgegangen sind in den Tour-on-Tour-Cups damals. Nicht happy. Es waren 2 Empire-Spieler. Die waren ultra stark im Tour-on-Tour. Natürlich Lille Kanin, Siege auch. Die haben auch alles abgeräumt, was ging. Es gab damals noch den... besoffen, Alter. Besoffen ist da. Wie, schon vorbei? Was ist das denn? Ich wollte gerade noch richtig einen Drink gecheckt. Besoffen ist gerade im Chat angekommen. Hier, hab gerade noch hier meinen Drink klar gemacht.
Was habe ich gerade erzählt? Mist. Es ist weg. Als ich besoffen im Chat gesehen habe, da ist der Gedanke weg gewesen, die Story, die ich gerade erzählen wollte. Und dass das Spiel vorbei ist, hat mich auch total überrumpelt. Was habe ich gerade erzählt? Worum ging es gerade? Ach ja, das, hier, das Empire-Team, Tour und Two. Competo, damals gab es ja noch den Competo Tour und Two, aber es gab noch den Craft Tour und Two. Wer war das? Wie hießen die beiden von Empire? Die waren ultra strong. Gamrock war, glaube ich, Großmaul. Bin ich da richtig? Von dir haben wir ein oder zwei Replays ganz am Anfang gesehen. Ja, das Spiel ist vorbei. Was ist da los? Speedling Hellion. Man muss aber auch sagen, die Rush Distance auf dieser Map ist sehr, sehr kurz. Beide Zerg haben Hedge First gespielt und die beiden halt hier Tenpool und Double Factory Hellion. Sogar einer mit Reaktor. Also das ist... Es ist schon harter All-In. Ja, und du kannst halt... ja, er bringt dir noch ein Banding Nest. Aber was will er mit einem Banding Nest? Ist vorbei. Ja, das war mal ein kurzes, knackiges Tour-on-Tour. So wie man das in der Regel sich auch wünscht. So hat das ja... Deswegen bin ich auf die beiden gekommen. Die haben das nämlich früher auch so gespielt. Das war auch Terra-Zerg. Die haben immer Bunker-Rush Speedling-Baneling oder Hellion-Baneling oder Hellion-Speedling. Ah, Gamrock ist Gamrock. Also Gamrock ist nicht Großmaul. Ja, das, ich weiß jetzt nicht, wie die beiden heißen. Ich muss nochmal kurz gucken. Empire SC2 2-2-Team. Team Empire. Ah, Aristeo und... Ja, Qbert und Aristeo. Die beiden waren das. Zerg und er war der Terra. Genau so war's. Genau, Qbert und Aristeo. Das waren Zeiten. Aber das ist lange her. Die haben abgeräumt im Tour und Tour, was es ging. Also damals, wo es halt noch auch Tour und Tour Cups gab, ne, zur Hochzeit von StarCraft. Wenn man halt nicht mehr sieht, wer alles bei Empire war, Nani war. Dicer war auch bei denen. Nurture. Ah, hier Cars, klar. Braddock, Beastie, Happy, klar. Velmu, die kennt man. Violet, ja, aber es war nur kurz, ne? Ja, ja. Rustzerk. Geothermal? Huffi. Fette Scheiße. Ja, Empire ist ja aktuell auch ziemlich kaputt, ne? Die haben ja nichts mehr. Ja, die gibt's gar nicht mehr, ne? Ist ja hier Former Rooster. Genau, Empire, Qbert und Aristeo. Und dann gab es halt noch Lillekanin und Siege. Das waren so, naja, Empires Russen only, nicht ganz. Mister war Grieche, hier Kars, Ukraine, Velmu, Finne. Hier noch ein paar, Outside Blei, auch Ukraine. Hier mit Vines und Violet hatten sie sogar mal Koreaner dabei. Nani war Forsen, Deister Pole. Hier die beiden Schweden noch dabei. Hier Bulgare ist das, glaube ich, hier Koldun. Da steht nichts, aber ich glaube, das ist Bulgarien. Ja, nee, Belarus, Weißrussland, okay. Ja. Ja, dann war es das für euch. Ja, nicht Russen only, aber es waren immer sehr viele Osteuropäer, Russen und Ukrainer. So, das wollte ich noch geklärt haben. Das war das Replay für... Das letzte Replay für heute. Schöner Two-Base, beziehungsweise Two-on-Two All-In hier mit Hellion. Aber hätte natürlich noch, also so ein Orbital hätte ich schon noch gern gesehen. Ich meine, auch wenn das hier so ein All-In ist, aber ein Orbital kann man schon bauen. Mr. Inferno. Hat an dieser Stelle aber trotzdem gereicht. Und Noffi und der Kollege Initzero sind geschlagen. Das war's für heute.
Wie gesagt, schickt mir eure Replays, egal ob Wings of Liberty, Hots oder Legacy, an contact@mrpinktv.com. Es ist, wie gesagt, egal, Bronze bis Master, alles könnt ihr mir schicken, sogar Grandmaster. Wenn ihr irgendwie ein geiles Pro-Replay ergattert habt, was ihr meint, gut, kannst du mal machen, schickt es mir, wenn ihr es bekommen habt. Und ansonsten eure eigenen Replays nicht. Und wie gesagt, Wings of Liberty, Hots oder Legacy, alles ist möglich. Und wir hauen sonst tierisch rein. Auf Wiedersehen.